Hallo und herzlich willkommen auf der Sonneninsel Gran Canaria. Heute möchte ich euch zu einer Tour durch den sehr beliebten, im Süden des Eilands gelegenen Ferienort Maspalomas mitnehmen. Bei den folgenden Impressionen wünsche ich euch viel Spaß. Wir starten unseren Rundgang an der Promenade vor Ort. Neben unzähligen Hotels gibt es hier viele Geschäfte, Cafés und auch Restaurants, von denen aus man teilweise einen schönen Blick auf den Atlantik hat. Diese kleine Ausgrabungsstätte befindet sich direkt am Strand. Eine hier angebrachte Tafel informiert Besucher über die Zeit, bevor die Spanier die Insel Gran Canaria eroberten. Der eindrucksvolle Leuchtturm Faro de Maspalomas gilt als eines der Wahrzeichen der Insel. Seine Höhe beträgt beachtliche 56 Meter. Erbaut wurde er von 1861 bis 1889. 2005 erklärte ihn die spanische Regierung zum Kulturdenkmal. Jetzt zur Mittagszeit herrscht an der Promenade bereits reger Betrieb. Gibt es fangfrischen Fisch direkt aus dem Atlantik. Dieses schöne Sandkunstwerk wurde in der Nähe vom Leuchtturm aufgenommen. Derartig aufwendig gestaltete Skulpturen findet man überall auf Gran Canaria. Hier ein Blick auf den modern gestalteten Plaza del Faro. Im Hintergrund ist die imposante Anlage des Grand Hotel Lopezan Costa Meloneras zu sehen. An der Promenade von Maspalomas befinden sich viele derart schicker Unterkünfte. Jetzt befinden wir uns direkt am Strand von Maspalomas. Dieser zieht jährlich unzählige Urlauber aus aller Herren Länder an. Neben seiner guten Wasserqualität besticht er in erster Linie durch seinen feinen Sand sowie sein einmaliges Panorama vor den 20 Meter hohen Dünen. Die Dünen von Maspalomas gelten wie auch der Leuchtturm als ein Wahrzeichen der Insel. Das 404 Hektar große Gebiet wurde 1987 unter Naturschutz gestellt. Der größte Teil des Dünensandes besteht aus zerriebenen Muschelschalen, die sich teilweise durch die Gezeiten, teilweise jedoch auch durch Veränderungen des Meeresspiegels im Laufe der Jahrtausende hier abgelagert hatten. Hier haben wir einen schönen Blick auf das Naturschutzgebiet La Charca. Die romantische kleine Lagune ist durch einen Sandstreifen vom Atlantik getrennt. Bei starkem Regen wird dieser jedoch durchbrochen, sodass in die Lagune immer wieder frisches Meerwasser mit Fischen und anderen Lebewesen gelangt. Des Weiteren haben sich in dem Gebiet eine Vielzahl an Vögeln angesiedelt. Die Kamelstation von Maspalomas befindet sich ebenfalls in dem Naturschutzgebiet der Dünen. Hier leben mehr als 60 Kamele. Für Besucher besteht von hier aus die Möglichkeit, in Begleitung von Kamelführern aus der Sahara einen Ausritt durch einen Teil der Dünen zu unternehmen. Die hier zu sehende Christoph-Kolumbus-Statue ist einem der bekanntesten Seefahrer unserer Geschichte gewidmet. Auf seinem Weg nach Amerika hielt dieser noch einmal auf den Kanaren, um seine Vorräte aufzufüllen. Das Denkmal ist eine Kopie des erheblich größeren Monuments in Barcelona. So, an dieser Stelle endet nun unsere heutige Tour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch ein wenig den lauen Abend genießen. Euch wünsche ich auch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.